draußen rumzulaufen ist seit ein paar Tagen gar nicht mehr so ungewöhnlich. Immer mehr Menschen sieht man inzwischen mit diesen komischen Masken und ich komme mir dann oft vor, als wäre ich in einer Zombie-Apokalypse. Es ist auch gar nicht lange her, da haben plötzlich alle angefangen, Klopapier zu bunkern, wieso auch immer. Ich will dir gerne erklären, was du neben Klopapier bunkern und The Walking Dead gucken, um dich auf eine Zombie-Apokalypse vorzubereiten, stattdessen machen solltest. Hierbei handelt es sich nämlich nur um ein einzelnes Wort: Vertrauen. Vertrau auf Gott. Vertrau darauf, dass Gott wirklich alles in seinen Händen hält. Und egal was passiert, er hat einen Plan. Aber in so einer Situation blind jemandem zu vertrauen, ist gar nicht so einfach, oder? So geht es nicht nur dir, mir, sondern sogar damals schon Jesus' besten Freunden, seinen Jüngern. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot. Lasst uns ans andere Ufer fahren, sagte er. Sie fuhren los und während der Fahrt schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein großer Sturm und die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in große Gefahr. Die Jünger verfielen in Panik und stürzten zu Jesus, um ihn aufzuwecken. Jesus, Jesus, wir sind verloren, riefen sie ganz außer sich. Da stand er auf und bedrohte den Wind und das wogende Wasser. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Wo ist euer Glaube? Fragte Jesus seine Jünger. Die Jünger waren sehr erschrocken und sagten, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und dem Wasser befehlen kann und es ihm gehorcht? Die Jünger waren da echt in einer Situation, wo sie in Gefahr waren und Angst hatten. Jesus hingegen war total gechillt und hat eine Runde geschlafen, weil er Vertrauen in Gott hatte, dass er sicher war. Und genau das soll auch unser Schlüssel in nicht nur in der momentanen Situation gerade, sondern auch in jeder anderen sein. Hab Vertrauen in Gott, dass er über alles die Kontrolle hat und ihr fest daran glauben dürft, dass er, solange er bei dir ist, dir nichts passieren kann. Besonders in brenzlichen Situationen ist es wichtig, seinen Glauben nicht zu verlieren und weiterhin zu vertrauen, denn dadurch fühlst du dich zum ersten sicherer und zum zweiten wächst deine Beziehung zu Jesus auch total daran. Und wenn dir dann doch mal Zweifel aufkommen, denk einfach an die Story, als die Jünger mit Jesus im Sturm waren und auch nicht vertraut haben. Er hat alles in der Hand und es ist so gut, dass wir jemanden haben, dem wir vollkommen vertrauen können.